In dieser Lehreinheit stelle ich vor, welche Aktivierungsmuster wir nach einem Schlaganfall beobachten können. Und ich werde erläutern, wann wir welche Maßnahme setzen sollten. Was passiert denn nach einem Schlaganfall? Das Grundproblem ist, dass es aufgrund eines Verschlusses eines Gefäßes oder einer Blutung im Gehirn zu einem Sauerstoffmangel kommt. Ist die Sauerstoffzufuhr wiederhergestellt? Oder wird die Blutung gestoppt und bildet sich zurück, dann können sich Nervenzellen von selbst regenerieren. Je nachdem, wie lange der Sauerstoffmangel vorherrschte und wie groß das betroffene Areal ist, können Nervenzellen auch zugrunde gehen und ihre Funktionen müssen durch Neuorganisation des Gehirns wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung motorischer Funktionen kann Wochen bis Monate dauern und ist leider nicht immer vollständig möglich. Grundlage hierfür ist die Neurorehabilitation, durch die sich das Gehirn an die veränderte Situation anpassen kann. Ich möchte Ihnen eine Studie von Ward et al. Aus 2003 vorstellen, welche 8 Probanden und Probandinnen nach einem Schlaganfall in der Zeit ihrer Rehabilitation begleitet haben und über einen längeren Zeitraum mehrmals getestet haben, ob die Personen mit ihrer betroffenen Hand eine vorgegebene Kraft generieren konnten. Anfangs beobachteten sie eine sehr hohe Gehirnaktivität, die im Verlauf der Messzeitpunkte abnahm. Dies führten sie darauf zurück, dass sich das Gehirn neu organisierte und neuronale Strukturen wiederherstellte. Ward und Cohen beschrieben 2004 dann folgenden Mechanismus. Die direkte Erholung nach einem Schlaganfall können wir insofern beobachten, als sich auf der kontralateralen Seite im motorischen Kortex eine großflächige Aktivität zeigt und auf der ipsilateralen, also der gleichen Seite, im sekundärmotorischen und im prämotorischen Kortex eine hohe Aktivität sichtbar wird. Mit zunehmender Wiederherstellung der Funktion reduziert sich diese großflächige Aktivität im Gehirn. Personen, bei denen eine Beeinträchtigung bleibt, zeigen im kontralateralen primärmotorischen Kortex weiterhin eine hohe Aktivität. Und je stärker die Beeinträchtigung ist, umso deutlicher ist dieses Aktivierungsmuster auch ausgeprägt. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass wir die frühzeitige Wiederherstellung der Funktion fördern sollten, um die Reduktion der Gehirnaktivität zu unterstützen, speziell in den ersten 3 Monaten nach einem Schlaganfall. Kompensationsstrategien sollten wir erst in späteren Stadien erarbeiten, um dem Gehirn nicht zu früh die Anforderung zu nehmen, sich neu organisieren zu müssen. Welche Maßnahmen können wir also setzen? Um die Wiederherstellung der Gehirnfunktion zu unterstützen, setzen wir gezielt Maßnahmen des motorischen Lernens ein, und zwar möglichst früh in der Rehabilitation nach einer Beeinträchtigung. Hierzu bedarf es eines intensiven Übens von Fertigkeiten, die für die Person relevant sind, in kontinuierlichen, langen Übungseinheiten. Wir versuchen, möglichst viele Sinnesreize zu setzen, durch Sensorik, Bewegungsübungen oder mentales Training. Wir gestalten die Bewegungsübungen variabel hinsichtlich Tempo, Richtung, Timing oder Material, um den Transfer des Gelernten in andere Situationen zu ermöglichen. Wir gestalten das Üben fordernd, aber nicht überfordernd, und die Patienten haben eine klare Aufgabe, analog zu Alltagssituationen, die sie aktiv und aufmerksam zu erreichen versuchen. Es ist wichtig, dass die Aufgabe für die Personen bedeutsam und mit positiven Emotionen besetzt ist, da eine intrinsische Motivation zu höheren Lernerfolgen führt. Wir benötigen viele Wiederholungen. Dies können wir durch Geräte unterstützen, wie beispielsweise Laufband, Lokomat, roboterunterstützte Systeme, Reha-Games und den Einsatz von Virtual Reality. In Zusammenarbeit mit Angehörigen und Pflege versuchen wir die Lernreize über 24 Stunden möglichst häufig zu setzen und geben Heimübungsprogramme, Aufgaben für das Eigentraining und bieten Gruppentrainings an. Da im Lernprozess Versuch und Irrtum eine wichtige Rolle spielen, benötigen die Patienten und Patientinnen am Anfang des Lernens sehr viel mehr Feedback als mit zunehmendem Lernerfolg. Wichtig ist, dass sich Patienten und Patientinnen
intrinsisch, also aus eigenen sensorischen Informationen, Feedback holen können. Zusätzlich können wir auch von außen Feedback zuführen. Dieses muss der tatsächlichen Leistung entsprechen und soll positiv verstärken. Fehler sprechen wir dann an, wenn wir auch eine Lösung parat haben. Beachten Sie, zu viel Feedback kann das Lernen auch hemmen. Wir versuchen das Training so zu gestalten, dass wir an der Grenze der aktuellen Leistungsfähigkeit arbeiten und steigern die Übungen systematisch von selektiven Bewegungen zu komplexeren Bewegungen. Ich persönlich habe in jeder Therapieeinheit das Ziel, dass Patienten und Patientinnen höheren Energieaufwand bringen mussten als ich. Nachdenklich sollte ich werden, wenn ich Patienten so viel unterstütze, dass ich zu schwitzen anfange und Patienten noch die Möglichkeit haben, ihren Blick durch die Gegend schweifen zu lassen, sich mit mir nett zu unterhalten. Das ist für mich ein Hinweis, dass ich die Anforderungen der Therapie ein wenig steigern sollte. Um optimales Shaping zu erreichen und die Aufmerksamkeit von Patienten und Patientinnen gezielt zu lenken, nutze ich die Fazilitation. Diese kann verbal oder taktil erfolgen, beispielsweise mit den eigenen Händen, durch den Körper oder auch durch Geräteeinsatz. Ist eine Bewegung neu zu erlernen, arbeite ich anfangs sehr viel hands-on, also lasse ich beispielsweise eine Bewegung zuerst passiv erfahren, zeige sie vor oder leite sie an, dann assistiere ich in der Bewegung, indem ich sie führe oder auch stabilisiere und überschießende Bewegungen verhindere, um die Entwicklung unnötiger Kompensationsmechanismen zu vermeiden. Die Fazilitation gibt somit zusätzlichen sensorischen Input für Patienten und Patientinnen, allerdings auch für mich, um zu spüren, ob ich die Hilfestellung erhöhen oder reduzieren sollte. Die größte Kunst ist, rechtzeitig auch hands-off zu gehen. Denn erst durch aktives, willkürliches Training ohne Führen ist es Patienten und Patientinnen möglich, Fehler zu machen, diese Fehler wahrzunehmen und dann ihre Bewegungen zu optimieren. Auch ist es wichtig, rechtzeitig zu erkennen, wenn Pausen notwendig werden. Sichtbar wird dies, wenn Fehler häufiger werden, die Ablenkbarkeit größer wird, beispielsweise der Blick nicht mehr konzentriert ist, sondern abschweift. Pausen können wir immer aktiv nutzen, beispielsweise für Instruktionen einer folgenden Übung oder für die Reflexion der gerade durchgeführten Bewegung sowie zur Wahrnehmungsschulung oder für mentales Training. Damit eine Bewegung möglich wird, müssen die notwendigen Teilkomponenten beherrscht werden. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, diese auch in ihrer Gesamtbewegung zu trainieren, um Patienten und Patientinnen eine Idee für die zu erreichende Leistung zu geben, das Timing und die Dosis zu optimieren und den Transfer in den Alltag zu ermöglichen. Ich zeige Ihnen nun einen Ausschnitt aus einer Therapiesituation, in der ich die genannten Maßnahmen des motorischen Lernens bei einer Patientin nach Schlaganfall einsetze. Schauen Sie den Spiegel, jetzt sind Sie wieder ein bisschen zu rechts. Korrekt. Jetzt, bitte nehmen Sie die rechte Hand, die linke Hand mit der rechten. Gut. Und gingen Sie bitte nach vorne, vor und zurück mit dem ganzen Oberkörper, bitte. Weit nach vorne und in die Mitte. Und weit nach vorne. Drei. Nummer 4. Und 8. Vorsicht auf die Hand beim Zurückziehen. 9. Und 10. Und dann locker lassen. Pause bitte. Genau. Oh, jetzt ist es ein bisschen fester geworden, gell? So, da. Wieder in der Mitte bitte. Schauen Sie im Spiegel. Bitte auf die Seite abstützen. Genau, ganz drauf stützen. Ja, gut. Die Schulter ist weiter vorne, bitte. Und Sie strecken die rechte Hand zur Decke. Schauen zur Decke hinauf. Bleiben aber mit dem Stütz hier auf der Seite. Und Oberkörper bleibt vorne. Und die Hand wieder hinunter rechts und wieder hinauf. Und links bleibt. Sie stützen sich ab.
Sie bleiben hier, halten Sie den Kontakt mit mir und jetzt kommt die Übung. Hand hinauf und hinunter. Und hinunter. Und Sie bleiben im Kontakt. Und hinauf und bleiben, bleiben und hinunter. Bleiben Sie mit dem Kontakt bei mir. Bleiben, 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 bleiben. Und hinauf und hinunter. Und hinauf und hinunter. Bleiben, 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 bleiben. Ja. Gut, super. Noch drei. Und zwei. Und mit dem Kontakt bleiben und lächeln dabei. Das ist die letzte Wiederholung gewesen. Oh, jetzt haben wir schon ein bisschen Rücklage gemacht. Ich glaube, Sie sind so weit, dass Sie sich hinlegen wollen. Stimmt's? Wirklich. Ich hoffe, Sie konnten durch dieses Beispiel einen Einblick gewinnen, wie das theoretisch Besprochene in die Praxis umgesetzt werden kann. Nun möchte ich noch anführen, welche Faktoren für das motorische Lernen fördernd und welche hemmend sind. Um motorisch lernen zu können, brauchen wir die Aufmerksamkeit der Patienten und Patientinnen. Hilfreich ist es, wenn wir mit externem Fokus arbeiten und mit mentalen Vorstellungsbildern. Leider ist bei Patienten und Patientinnen mit Schlaganfall mitunter die Konzentration beeinträchtigt bzw. sind kognitive Fähigkeiten reduziert. Die Motivation kann bis zu 70% des Therapieerfolges ausmachen. Daher fördern wir einen positiven Perfektionismus, also Personen, die ihre Sache gut machen möchten, versuchen jedoch, den Fokus weg von den nicht gelungenen Leistungen zu lenken, sondern aus Fehlern Lösungsstrategien abzuleiten. Patienten und Patientinnen wollen sich kompetent und nutzvoll fühlen, gebraucht werden. Dies unterstützen wir, indem wir Übungen erreichbar gestalten. Ihre Autonomie können wir fördern, indem wir Patienten und Patientinnen selbst Übungen auswählen und gestalten lassen und sie den Zeitpunkt bestimmen lassen, wann sie Feedback erhalten möchten. Auch soziale Einbindung, Spiel, Spaß und Humor fördern das motorische Lernen. Im Training zu zweit oder in Gruppen trainieren Personen länger, nutzen in der Beobachtung anderer den Effekt der Spiegelneurone und des Konkurrenzdenkens. Motorisches Lernen wird erschwert, wenn Personen gestresst oder überfordert sind. Und auch Ängste oder Depressionen dürfen wir nicht ignorieren. Abgesehen von all diesen Maßnahmen und Übungsmöglichkeiten ist es aufgrund der Neuropathologie bei Schlaganfall hilfreich, wenn wir den sensorischen Input der intakten Seite reduzieren, um mehr Input auf der betroffenen Seite zu ermöglichen. Eine Methode, in welcher dies zur Anwendung kommt, ist Constraint Induced Movement Therapy bzw. die Forced Used Therapy. In dieser Methode wird die weniger betroffene Körperseite immobilisiert. Wenn dies an 10 bis 15 Tagen hintereinander erfolgt, kann ein Effekt erzielt werden, der bis zu einem Jahr anhalten kann. Dazu sollte die Immobilisation über 90% der Wachphase andauern, also mindestens 3, idealerweise 6 Stunden pro Tag, ein Auftrag an Patienten und Patientinnen, ihre mehr betroffene Seite einzusetzen. In Einzel- und Gruppentherapie werden in dieser Zeit den Personen gezielte Aufgaben gegeben, jedoch maximal 3 bis 5 Aufgaben pro Stunde. In der Fortbewegung mit einer Gehhilfe, der Benutzung der Toilette oder Aktivitäten mit Wasser wird die Immobilisation vorübergehend aufgehoben, um die Selbstständigkeit der Patienten und Patientinnen weiterhin zu ermöglichen. Eine Voraussetzung für diese Therapieform ist, dass die Patienten und Patientinnen hierzu motiviert sind und ihnen entsprechende Aufgaben mit der mehr betroffenen Seite gegeben werden. Im Rahmen der Therapie werden außerdem bimanuelle oder beidbeinige Bewegungen unterstützt. Klassischerweise erfolgt diese Therapieform für die obere Extremität durch eine Schiene oder Schlinge und führt zur vollständigen Immobilisation. Auch für die untere Extremität kann diese Therapieform eingesetzt werden. Hier sprechen wir von Forced Use und Nutzenrestriktion, indem das weniger betroffene Bein fixiert wird und dem mehr betroffenen Bein gezielte Aufgaben gestellt werden. Indem wir also den sensorischen Input auf der intakten Seite reduzieren, intensivieren wir den sensorischen Input auf der betroffenen Seite. Es gibt zahlreiche Rehabilitationsmaßnahmen für die betroffene Körperseite. Bobat, PNF, Voiter, Spiegeltherapie, Constraint Induced Movement Therapy und Forced Use sind bekannt.
Bimanuelles Training bedeutet, dass Aufgaben gestellt werden, in denen beide Hände gleichzeitig eingesetzt werden sollen. Der Effekt einer ausreichend hohen Wiederholungszahl auf den Lernerfolg mittels Lokomotion ist wissenschaftlich stark belegt. Einsatz finden das Laufband, gegebenenfalls unterstützt durch Gewichtentlastung, sowie der Lokomat oder andere roboterunterstützte Systeme, die für die unterschiedlichsten betroffenen Körperbereiche eingesetzt werden können und jeweils so viel Gewicht abnehmen, wie notwendig ist, um Bewegung zu ermöglichen, jedoch keine Kompensationen auftreten zu lassen. Die Anwendung dieser Systeme wird häufig mit Reha-Games oder Virtual-Reality-Games unterstützt. Dadurch werden Patienten und Patientinnen gezielte Aufgaben gestellt, ihre Neugier und ihr Spieltrieb genutzt und mitunter erreichen sie das Gefühl des Flows, indem sie gar nicht mehr merken, dass sie eigentlich trainieren. Weitere Möglichkeiten in der Neurorehabilitation sind das therapeutische Klettern, Therapiekonzepte wie Affolter oder Perfetti oder die basale Stimulation, durch welche Patienten und Patientinnen unterschiedlichste Reize gesetzt werden und ihre Wahrnehmung geschult wird. Medizinisch kann der Therapieeffekt durch gezielte Medikamente verstärkt werden. Ein weiteres Verfahren ist die Stimulation der betroffenen Gehirnregion. Hier sehen Sie ein Beispiel der Anwendung transkranieller Magnetstimulation. Wenn Funktionen nicht vollständig wiederhergestellt werden können, dann wird es erforderlich, Kompensationsstrategien zu erarbeiten. Also trainieren wir mit Patienten und Patientinnen alternative Bewegungsabläufe, um ursprüngliche Funktionen zu ersetzen. Die Physiotherapie ist wichtig, um hier Strategien optimal zu gestalten. Bewegungen sollten ökonomisch sein, sicher, selbstständig durchführbar sein und individuell an Umwelt- und Personenfaktoren angepasst sein. Beachten Sie: Erarbeiten Sie Kompensationsstrategien zu früh, dann beeinflussen Sie den Prozess der Wiederherstellung negativ. Ich hoffe Ihnen mit dieser Lehreinheit einen guten Überblick über die Therapie nach Schlaganfall gegeben zu haben. Um die gelernte Theorie in die Praxis transferieren zu können, wählen Sie bitte bis zur nächsten gemeinsamen Lehreinheit eine Aktivität aus der Fortbewegung oder dem Hantieren, also beispielsweise einen Lagewechsel oder das Gehen, nach etwas greifen oder etwas transportieren. Überlegen Sie sich für diese Aktivität, wie Sie Constraint Induced Movement Therapy oder Forced Use einsetzen und gestalten würden. In der Lehreinheit sollen Sie diese Aktivität dann einem Kollegen oder einer Kollegin instruieren. Lesen Sie sich nun außerdem bitte im Skriptum die Informationen zu neuropsychologischen Störungen bei Schlaganfall durch und wählen Sie eine der genannten Störungen aus. Bereiten Sie sich darauf vor, die gewählte neuropsychologische Störung in der Lehrveranstaltung pantomimisch darzustellen und berücksichtigen Sie dabei Ihre Grunderkrankung, also einen Schlaganfall mit der Folge einer halbseitigen Symptomatik. Überlegen Sie sich für Ihre Situation mit Ihrer neuropsychologischen Störung eine oder mehrere Übungen, in welcher Sie bitte drei Prinzipien des motorischen Lernens zur Anwendung bringen. Viel Erfolg bei der Umsetzung und danke für Ihre Aufmerksamkeit.